Solana muss vor Gericht. Die Vorwürfe: Verkauf unregistrierter Security-Token. Die Beschuldigten haben enorme Gewinne gemacht, während Anleger enorme Verluste hinnehmen mussten. Außerdem hielten 2021 Insider 48% der Umlaufmenge. Damit war es natürlich stark zentralisiert. Trotz all dem sehe ich Solana als eine super Blockchain an, die großes Zukunftspotenzial hat. Mehr Infos zu Solana findest du auf meinem YouTube-Kanal.